Am Samstag führte die Feuerwehr Friedolfing zusammen mit Ausbilder Stefan Schmidt ein Fahrsicherheitstraining für Maschinisten durch. Spannend wurde es, als eine mit Seifenlauge genässte Rutschplane zum Einsatz kam. Mit ca. 30 km/h angefahren, war ein Stehenbleiben oder Ausweichen nicht zu denken. Schön zu erkennen war hier allerdings der technische Fortschritt der Einsatzfahrzeuge. Das LF 10-6, welches 20 Jahre jünger ist als das TLF oder die Drehleiter, konnte hier doch den ein oder anderen Meter gut machen. Als Abschlussprüfung wurde das Ausweichen mit plötzlichen Hindernissen trainiert. Der Vorteil war hier, dass alle Fahrzeuge über ABS verfügen. Dadurch konnte trotz einer Vollbremsung immer noch um das Hindernis gelenkt werden.